Ja, im Grunde könnte ich im Augenblick jede Mediatheke jede Woche damit beginnen, dass ich erstmal die neuesten skandalösen Entwicklungen aus den öffentlich-rechtlichen Häusern berichte, denn es reißt einfach nicht ab. Vor allem beim NDR brennt die Luft. Es geht erneut um Beeinflussung von Berichterstattung. Das ist Sabine Rosbach, die Direktorin des NDR-Landesfunkhauses Hamburg. Und das ist Dieter Peterreit, ein Musikberater. Er berät seit 2018 den Radiosender NDR 1. Geflossen sein sollen bislang etwa 50.000 Euro Honorar. Das Geschmäckle daran ist, Rosbach und Peterreit sind ein Paar. Hat sie also ihre bessere Hälfte in ihrem Windschatten für ordentlich Kohle in den Sender geschleust? Nein, sagt der NDR, das Ganze sei vollkommen korrekt abgelaufen. Peterreit habe ein sogenanntes Compliance-Verfahren durchlaufen, also eine Prüfung, ob hier möglicherweise irgendwas von Begünstigung oder Vetternwirtschaft vorliegt. Dies sei nicht der Fall. Okay, dann nächster Versuch. Das ist Sabine Rosbach, Direktorin des NDR-Landesfunkhauses Hamburg. Und das ist die PR-Agentur Hesse und Hallermann, deren Geschäftsführerin Anna Hesse die Tochter von Sabine Rosbach ist. Diese PR-Agentur hat viele Kunden. Prominente, Unternehmen, Künstler. Jeder, der eben mal ein bisschen bezahlte Aufmerksamkeit braucht. Auf der Seite wird auch prompt damit geworben, dass die Agentur sich darum kümmert, dass ihre Kunden auch mal ins Fernsehen kommen. Die Redaktion des Hamburg-Journals im NDR-Fernsehen erhielt nun auffällig oft E-Mails und Anrufe von Sabine Rosbach, in denen darum gebeten oder besser gesagt dazu gedrängt wurde, über genau diese Agenturkunden Beiträge zu machen. Und es gibt tatsächlich mehrere Beispiele, wo das auch prompt geklappt hat. Das Hamburg-Journal selbst hat dies in einem kritischen Beitrag eingeräumt. Der Business Insider berichtet über weitere Produktionen, die über den direkten Draht zustande gekommen sein sollen. Etwa diese Hamburg-Journal-Sendung über eine Dinnershow. Gastgeberin Cornelia Poletto ist Hesse und Hallermann Kundin. Die Agentur soll also erfolgreich gewesen sein, Poletto im Hamburg-Journal zu platzieren. Der NDR antwortete dazu dem Business Insider: Ob ein Thema Eingang in die Berichterstattung des Landesfunkhauses Hamburg findet, entscheidet die zuständige Redaktion. Bei dem von Ihnen genannten Beispiel handelt es sich um Themen allgemeinen Interesses, welche auch durch andere Medien aufgegriffen wurden. Redaktionsmitglieder des Hamburg-Journal widersprechen. Uns liegen interne E-Mails vor zu den Berichten über Ausstellungseröffnung und Neujahrsempfang. Darin schreibt Funkhauschefin Rosbach: Sollten wir haben. Mit der Bitte um Berichterstattung. Mit diesen Kommentaren versehen leitete Rosbach damals das Themenangebot der PR-Agentur ihrer Tochter an die Redaktion weiter. Redaktionsmitglieder des Hamburg-Journal sagen heute: Eine Bitte um Berichterstattung war als klarer Auftrag zu verstehen. Dass ein Magazinbeitrag direkt und ohne Umschweife einer offiziellen Pressemitteilung aus dem eigenen Hause widerspricht, ist schon bemerkenswert. Aber es zeigt auch hier, wie sehr es in der Redaktion der Sendung schäumt und man dort wohl froh ist, diesen ungeheuerlichen Vorgang endlich öffentlich gemacht zu haben. Denn bereits im Jahr 2017 wandten sich Mitarbeiter der Redaktion an die Hamburger Morgenpost. Nicht nur, weil Rosbach andauernd bestimmte, welche Beiträge gezeigt werden. Es herrschte zudem großer Unmut über Rosbachs herrischen Führungsstil. Ein Regime des Schreckens habe die Frau aufgebaut. Die Morgenpost fragte schon damals bei dem NDR nach und erhielt die Antwort: Nicht konkretisierte anonyme Vorwürfe kommentieren wir nicht. Auch der damals schon im Raum stehende Vorwurf der Vetternwirtschaft wurde vom NDR zurückgewiesen. 5 Jahre später wissen wir nun, dass das offensichtlich der Wahrheit entsprach. Dass der Sender nichts gegen diese skandalösen Dinge unternahm, ist der fast noch größere Skandal. Und nun auch noch dies. Selbst Tagesschau.de berichtete inzwischen über die Vorwürfe gegen Rosbach in einer bemerkenswert kritischen Form. Und siehe da, plötzlich war die Meldung wieder verschwunden. Dies blieb allerdings nicht unentdeckt. Und nachdem auch darüber nun wieder berichtet wurde, ging die Meldung 16 Stunden später wieder online. Angeblich habe man einen Satz aus juristischen Gründen abändern müssen. Ja, selbst wenn, hätte dazu nicht die ganze Meldung offline gehen müssen. Und Sabine Rosbach hat ja nicht nur eine Tochter, sie hat 2 Töchter.
Die andere Tochter nämlich kam an eine der wenigen Festanstellungen beim Radiosender NDR Kultur. Laut Business Insider wurde dafür sogar eine andere Mitarbeiterin bei NDR Kultur zum Radiosender NDR 90,3 abgeschoben, damit die Rosbach-Tochter auch ja ihre gut bezahlte Festanstellung kriegt. Nein, nein, widerspricht auch hier der NDR. Dazu habe Mama Rosbach nichts beigetragen. Was wir von offiziellen Verlautbarungen des NDR halten können, das haben wir ja eben gesehen. Sabine Rosbach hat an diesem Freitag verlautbaren lassen, dass sie ihre Tätigkeiten beim NDR erstmal ruhen lässt. Zuvor hatten rund 70 Mitarbeiter des Senders ihr in einem offenen Brief das Misstrauen ausgesprochen. Ja, diese ganzen Recherchen, das wollen wir mal nicht vergessen, kamen ja nicht von den Öffentlich-Rechtlichen selber, sondern dahinter steckte vor allem eine Seite, von der die meisten noch gar nicht gehört haben wahrscheinlich, ein Angebot des Axel Springer Verlages, nämlich der sogenannte Business Insider. Und wir wollen heute mal ein bisschen darüber sprechen. Ich begrüße den Chefredakteur vom Business Insider, Kayhan Özgenç. Schönen guten Tag. Hallo, grüße dich. Ja, dann haben wir ja noch die Geschichte beim NDR, wo ich so sage, das finde ich eigentlich fast noch schlimmer. Beim RBB kann man halt so diesen moralischen Ansatz haben und sagen, die sind alle geldgierig und sind alle dekadent. Beim NDR gehen wir ja in die Substanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das heißt, die Frage, wie unabhängig ist die Berichterstattung dort eigentlich und wie sehr wird offenbar Einfluss genommen auf Berichterstattung? Wie ist deine Einschätzung der Geschichte? Also wir merken natürlich, dass die Leute regen sich mehr über die Gebührenverschwendung auf. Mhm. Ich als Journalist finde es viel schlimmer, was beim NDR läuft. Ja, finde ich auch. Der Kern. Der Kern unserer Arbeit ist die unabhängige Berichterstattung. Und da ist natürlich, dass dann da eingegriffen wird, dass da von einem politischen Filter die Rede ist, dass kritische Geschichten rausgestrichen werden, dass die Leitung dort investigative Journalisten einbremst. Das finde ich eigentlich besonders schlimm, weil das ist sozusagen, das geht ans Herz des Journalismus heran. Und was ist denn der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Sie sollen vor allen Dingen objektiv berichten, umfassend berichten. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich kenne natürlich sehr viele Kollegen, die das machen. Da gibt es wirklich super Kollegen, die da eine starke Arbeit auch im investigativen Bereich machen. Aber das darf überhaupt nicht passieren, dass dort von der Senderspitze in irgendeiner Weise politischer Einfluss genommen wird. Und wir sind natürlich darüber gestolpert, dass es dann auch diese Berichte in diesen sogenannten Redaktionsausschüssen gibt. Das sind ja so extra Gremien, die da eingerichtet worden sind. Und als ich diesen Bericht gelesen habe beim NDR in Schleswig-Holstein, also da dachte ich so, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ausgerechnet dort beim NDR Mitarbeiter, also Kollegen eingebremst werden und dass die Geschichten anders gemacht werden, als sie eigentlich recherchiert worden sind. Und das ist natürlich etwas, was dringend nicht nur aufgearbeitet, sondern auch geändert werden muss. Ja, vor allem, was bringt so ein Bericht, der in der Tat sehr interessant war, aber das Fazit dann unten drunter steht, eine politische Einflussnahme können wir nicht feststellen, zumindest haben wir keine Beweise. Ja, dann bringt der ganze Bericht ja im Grunde nichts. Also es hat ja keine Konsequenzen erstmal gehabt, bevor ihr darüber berichtet habt. Ja, aber es ist ja interessant, was jetzt passiert ist. Also jetzt sind ja beim Landesfunkhaus in Kiel sind 3 Personen aus der Führung, sind jetzt erstmal, haben Urlaub genommen, unbezahlten Urlaub, sind erstmal raus, haben ihre Verantwortung abgegeben und vor allen Dingen die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter haben protestiert und haben deutlich gemacht, dass sie mit diesem Kurs nicht einverstanden sind. Ich finde es schon erstaunlich, das sind ja alles Vorgänge, die in den letzten Jahren passiert sind. Und jetzt erst durch unsere Berichterstattung ist das plötzlich alles hochgekommen und vielen ist das überhaupt erst klar geworden. Und das finde ich schon erstaunlich, dass da offenbar über Jahre so etwas passieren konnte. Ja, es gibt offenbar Journalisten auch bei NDR und bei RBB, die die Gunst der Stunde nutzen und tatsächlich denken, so, jetzt kann ich mal endlich mal frei Luft atmen sozusagen. Also diese RBB-Abendschau, die es da vor ein paar Wochen gegeben hat, die war ja wirklich legendär, möchte ich schon fast sagen. Wie mit den eigenen Leuten da knallharte Interviews in der Sendung geführt wurden, mit der eigenen Chefetage, das habe ich nie für möglich gehalten, ehrlich gesagt. Na, also ich finde schon, natürlich ist ein erstaunlicher Vorgang, dass dort in dieser Härte auch darüber
berichtet wird. Aber die Wut der Mitarbeiter ist halt massiv gewesen. Und als Medienhaus muss man sich natürlich die Frage stellen, will ich nur alles aus anderen Medien, insbesondere jetzt von Business Insider, erfahren? Oder ist es auch so, dass man da selber recherchiert? Und natürlich, das ist dieser Rechercheimpuls. Und das finde ich schon gut, dass es dann funktioniert, dass die Mitarbeiter selber wissen, was da alles vor sich gegangen ist. Und ja, jetzt gibt es halt diese etwas bizarre Situation, dass zwei Rechercheteams beim RBB und beim NDR eingerichtet worden sind, die die Vorgänge im eigenen Haus behandeln. Mhm. Aber ich nehme an, ihr seid auch weiterhin am Thema dran. Wie du schon selbst sagst, eine bessere PR für euch gibt es ja gar nicht, als da weitere Geschichten natürlich zu bringen. Jetzt mal so ganz allgemein gefragt, ohne dass du uns natürlich Details erzählen wirst, aber gibt es da noch weitere Geschichten? Haben wir noch weiteres zu erwarten, auch von anderen öffentlich-rechtlichen Sendern, oder war es das? Ich fand das ja sehr erstaunlich, dass vor einigen Wochen die Intendantin des Bayerischen Rundfunks sich hingestellt hat und gesagt hat, also das, was da beim RBB gelaufen ist, das ist singulär. Also quasi ein Einzelfall und die anderen sind alle sauber. Das hat sogar der Chef des Deutschen Journalistenverbandes, Herr Überall, hat das auch vorzeitig schon gesagt, wo ich dachte, wie kommt der denn dazu, so eine Aussage zu treffen? Das fand ich hochinteressant. Ja, und das kannst du nicht machen, nee. Weil wir hatten ja vorher nur über den zum RBB recherchiert. Und ja, im Nachklapp siehst du jetzt ja auch, dass beim NDR die Luft brennt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und da jetzt plötzlich sehr viele Sachen hochkommen, wir kriegen auch von anderen ARD-Anstalten Hinweise und prüfen die momentan. Also da ist mein Gefühl, sagt mir, da ist noch eine ganze Menge drin. Aber ich bin immer sehr vorsichtig damit, ob jetzt irgendwelche großen Sachen anzukündigen. Aber ich glaube, gibt es schon ein sehr strukturelles Problem insgesamt bei ARD und ZDF, wo man einfach eine andere Arbeitsbedingung hat, auch mit diesen Gremien, mit der Machtfülle der Intendanten zum Beispiel damit zusammenhängt. Also ich glaube nicht, dass es nochmal einen zweiten Fall Schlesinger in dieser Form und in dieser Härte unbedingt gibt, aber auf Unregelmäßigkeiten und Widersprüche und auch möglicherweise auf die eine oder andere Affäre, denke ich, werden wir im ARD-Verbund und möglicherweise auch beim ZDF sicherlich stoßen. Die Mediathek bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt 14 Tage kostenlos testen.